Kreischende Motorsägen und große Klingen beeindrucken die zahlreichen Besucher der LIGNA, der Messe für Holz- und Forstwirtschaft in Hannover. Beim Saisonauftakt der Stihl Timber Sport Series kämpfen 21 Sportholzfäller, darunter auch zwei Damen, um den LIGNA Cup 2013. In 6 Disziplinen mit 3 verschiedenen Werkzeugen wird hier gehackt und gesägt, bis der Stamm fällt. Und das in einem unglaublichen Tempo. Das Besondere ist die Verbindung eigentlich von Kraft und von Technik, weil es geht nicht darum, einfach nur möglichst wild auf einen Stamm einzuschlagen, sondern es geht darum, dass gewisse Regeln eingehalten werden müssen, dass man schnell und präzise arbeiten kann, sich selber unter Kontrolle hat, sein Werkzeug kontrollieren kann und diese Kombination zusammen mit ein bisschen Nervenstärke, zum Beispiel in 2 Metern Höhe, das macht den Reiz des Ganzen aus. Ursprünglich aus Übersee kommend, findet diese Wettbewerbsserie seit 2001 auch in Europa statt. Es gibt ein genau festgelegtes Regelwerk und regionale bis internationale Meisterschaften. Auch die Fangemeinde kann sich sehen lassen. Der Extremsport lockt Zuschauer in Scharen an. Für die Teilnehmer geht es beim LIGNA Cup 2013 aber nicht nur um diesen einen Sieg. Hier werden auch schon Punkte für die deutsche Meisterschaft gesammelt, die Ende Juli im Allgäu ausgetragen wird. Kreischende Motorsägen und große Klingen beeindrucken die zahlreichen Besucher der LIGNA, der Messe für Holz- und Forstwirtschaft in Hannover. Beim Saisonauftakt der Stihl Timber Sport Series kämpfen 21 Sportholzfäller, darunter auch 2 Damen, um den LIGNA Cup 2013. In 6 Disziplinen mit 3 verschiedenen Werkzeugen wird hier gehackt und gesägt, bis der Stamm fällt. Und das in einem unglaublichen Tempo. Das Besondere ist die Verbindung eigentlich von Kraft und von Technik, weil es geht nicht darum, einfach nur möglichst wild auf einen Stamm einzuschlagen, sondern es geht darum, dass gewisse Regeln eingehalten werden müssen, dass man schnell und präzise arbeiten kann, sich selber unter Kontrolle hat, sein Werkzeug kontrollieren kann und diese Kombination zusammen mit ein bisschen Nervenstärke, zum Beispiel in 2 Metern Höhe, das macht den Reiz des Ganzen aus. Ursprünglich aus Übersee kommend, findet diese Wettbewerbsserie seit 2001 auch in Europa statt. Es gibt ein genau festgelegtes Regelwerk und regionale bis internationale Meisterschaften. Auch die Fangemeinde kann sich sehen lassen. Der Extremsport lockt Zuschauer in Scharen an. Für die Teilnehmer geht es beim LIGNA Cup 2013 aber nicht nur um diesen einen Sieg. Hier werden auch schon Punkte für die deutsche Meisterschaft gesammelt, die Ende Juli im Allgäu ausgetragen wird.